Ja, servus Leute, ich bin's mal wieder, euer Jan, und willkommen zu einem weiteren Video. Heute stelle ich euch meine neue Grafikkarte, die Nvidia GeForce GTX 780 Ti vor. Werde euch zeigen, was denn diese Grafikkarte alles kann, wie die Spiele aussehen, wenn man mit der Grafikkarte zockt und wie flüssig denn die Spiele laufen. Denn das ist ja ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und es gibt einige Features, die exklusiv von Nvidia sind, die finde ich ziemlich krass, zum Beispiel Shadowplay. Damit kann man kostenlos mit den Treibern von Nvidia Spiele aufnehmen in 60 Bildern die Sekunde und auch noch in Full HD. Also ziemlich krass, mit kaum Leistungseinbußen. Das Programmchen werde ich euch auch noch vorstellen. Dazu wollte ich nochmal ein ausführliches Video machen, und zwar zu den Aufnahmeprogrammen an sich, was denn die besten sind und so weiter und so fort. Das werdet ihr auf jeden Fall noch in der Zukunft sehen. Jetzt bauen wir erstmal das Teil hier ein, dann werdet ihr Gameplay von Battlefield 4 sehen, dann werde ich euch noch erzählen, wie denn Ghosts läuft mit dieser Grafikkarte. Denn man muss ja dazu sagen, Ghosts ist nicht allzu gut programmiert für den PC, und da werde ich euch einfach mal zeigen, kann denn diese krasse Mega-Hammer-Grafikkarte etwas ausrichten, dass Ghosts einigermaßen flüssig läuft. Ja, fangen wir doch mal an. Erstmal muss natürlich die Grafikkarte in den PC verbaut werden, und ich habe hier meinen neuen PC. Wenn ihr alle Informationen, also alle Hardware-Informationen zu diesem PC wissen möchtet, dann schaut doch mal in die Videobeschreibung. Dort habe ich euch die ganzen Hardware-Details reingepackt und auch verlinkt. Und beachtet bitte nicht das Kabelmanagement. Ich weiß, das ist nicht so ordentlich, aber mir reicht das und ich kann es auch nicht besser. Natürlich muss dann auch das Gehäuse zugemacht werden, zugeschraubt werden. Und dann, wenn die Grafikkarte an ist, dann sieht das ziemlich cool aus. Also ich habe auch noch LEDs in meinem PC eingebaut. Erst natürlich anschalten, und dann sieht man die Grafikkarte und meine LEDs oder den PC in Action. Sieht verdammt cool aus, muss man sagen. Also macht schon was her. Man kann diese LED, also diese Beleuchtung an der Grafikkarte, auch übrigens steuern, ob sie pulsieren soll, ob sie ganz normal leuchten soll, ob sie wegfaden soll. Hier seht ihr mal Videomaterial von Battlefield 4. Das ist in Full HD aufgenommen worden und auch mit den maximalen Einstellungen. Also sieht ziemlich krass aus. Ich würde mal sagen, das ist das Höchste, was man so in Battlefield bekommen kann. Das ist das Höchste, was man in Battlefield 4 bekommen kann. Ich habe das noch nicht mit Shadowplay aufgenommen. Shadowplay ist ja das zusätzliche Aufnahmeprogramm von Nvidia, das mit den Treibern dabei ist. Also hier sieht man es mal. Die Grafik ist einfach nur sensationell. Ich habe das auch mit dem Controller gezockt, deswegen bin ich ein bisschen stolz darauf, dass ich hier zwei Headshots verteilt habe. Ich habe mit dem Controller gespielt, weil es dann einfach flüssiger aussieht. Also das macht schon was her. Ja, im Leistungsvergleich, da sieht man gleich mal, dass die Grafikkarte, die 780 Ti, ich habe übrigens ein Referenzdesign, das muss ich noch dazu sagen, auf jeden Fall einen Leistungsschub gegenüber meiner alten Grafikkarte hat. Hier zum Beispiel bei Battlefield 3 mit 2560x1600 und so gut wie alles auf Ultra, sieht man, dass die Nvidia GeForce GTX 780 Ti auf jeden Fall 27% mehr Leistung hat als meine alte Grafikkarte. Das war die AMD Radeon HD 7970 VaporX Edition mit 6 GB. Also das ist schon ein krasser Unterschied. Bei Crysis 3 sieht man auch das gleiche wieder. Da sind sogar, also sind es nur 25%, aber 25%, das ist wirklich eine Menge. Was ihr jetzt gerade seht, das habe ich mit Shadowplay aufgenommen. Das geht ziemlich einfach. Shadowplay nimmt mit 60 Bildern die Sekunde auf. Und auch in Full HD. Und es ist absolut krass, wie wenig Leistung dieses Programm zieht. Also ich bin echt begeistert von diesem Programm. Ich habe schon so gut wie jedes Aufnahmeprogramm für den PC benutzt. Zum Beispiel Action, DxStory, Fraps. Also wer heutzutage noch Fraps benutzt, Leute, der hat die letzten Jahre unter einem Stein gelebt. Also entweder Shadowplay benutzen, wenn ihr eine Nvidia-Grafikkarte habt. Das kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen. Oder Action oder DxStory. Das sind echt die besten Programme. Wie schon gesagt, da kommt in der Zukunft auch nochmal ein Video dazu.
Es gibt nicht nur Shadowplay exklusiv, also exklusiv für die Nvidia, sondern auch noch 3D Vision, dass ihr halt Spiele in 3D zocken könnt, wenn ihr einen 3D-Monitor habt. Das sind meistens Monitore mit 120 Hertz. Und das finde ich ziemlich cool. Vielleicht werde ich das mir in Zukunft auch mal zulegen, also einen 3D-Monitor. Dann gibt es noch G-Sync. Das ist zwar schon in meiner Grafikkarte verbaut, wird aber noch nicht unterstützt von Bildschirmen. Und zwar, ihr kennt das bestimmt, die meisten Bildschirme sind auf 60 oder 120 oder 144 Hertz begrenzt. Und mit G-Sync, also das muss extra ein Hardware-Teil im Monitor sein, kann das variabel sein. Also dann passt sich der Monitor an der FPS-Anzahl an. Das finde ich ziemlich krass. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel FPS so ein G-Sync-Monitor haben muss, aber ich glaube 120, 144 Hertz. Also dass halt keine Tearing-Effekte oder Schlieren auftreten. Das sieht dann auf jeden Fall viel, viel besser aus. Und V-Sync ist sowieso für den Arsch, wenn man 60, wenn man einen 60-Hertz-Monitor hat. Also das muss ich gleich mal dazu sagen. Ich als Gamer, als Hardcore-Gamer in Anführungszeichen, habe V-Sync so gut wie nie an. Außer ich zocke mal mit dem Controller und ich spüre das sowieso nicht. Ja, dann gibt es noch im Treiber gibt es dann auch noch Spieleoptimierungen. Also ihr könnt dann ja, das Spiel auswählen, also der Nvidia-Treiber erkennt automatisch eure Spiele und dann könnt ihr schauen, okay, da bekomme ich jetzt mehr Leistung raus, wenn ich jetzt, also diese Option deaktiviere und ihr könnt es auch automatisch von diesem Treiberprogramm einstellen lassen. Also zum Beispiel könnt ihr dann, ja, da gibt's einen Balken, nach links ist dann mehr Leistung, nach rechts ist Qualität und wenn ihr dann halt den Balken für das Spiel nach ganz links tut, also für Leistung, dann optimiert halt der Treiber das Spiel für maximale FPS-Anzahl. Also das braucht man eigentlich nicht, wenn man erfahrener PC-Spieler ist, denn dann weiß man eigentlich die ganzen Einstellungen und kann das dann eigentlich selbst machen. Der Stromverbrauch bei der 780 Ti liegt bei 240 Watt und so der Mittelwert liegt bei 222 Watt. Also das ist nicht allzu viel. Das ist optimal für die Leistung, was die Grafikkarte hergibt. Also ziemlich gut. Mit normalen Lüftereinstellungen, also mit den Standard-Lüftereinstellungen, wird die Grafikkarte so bis zu 83 Grad warm bei Volllast. Und wenn ihr den Lüfter auf 80% einstellt, also 80% Leistung des Lüfters, dann kommt ihr auf maximal 70 Grad. Also das ist sehr, sehr kalt und sehr, sehr gut für die Grafikkarte. Ja, ich zeige euch jetzt auch noch hier am Schluss, wie laut denn die Grafikkarte im Vergleich zum Beispiel zu meiner Stimme ist. Das kann man jetzt nicht so genau hören. Ich habe das mit meinem Studiomikrofon aufgenommen. Also man kann es als Vergleich nehmen. Ich rede noch dazu. Also ich sage Test, 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 damit man halt einen Vergleich hat, wie laut die Grafikkarte ist. Ich bin ein bisschen weiter weg als die Grafikkarte, also von dem Mikrofon. Deswegen hört einfach mal rein. Ich verabschiede mich mal hiermit und wenn es euch gefallen hat, dann lasst auch eine Bewertung da. Das war's von mir und Servus, bis zum nächsten Mal. Test. Test. Mhm.